So Leute, jetzt gehen wir mal rein in das Trainerhaus und schauen uns doch mal die Lage hier einmal genauer an. Ich glaube, die Leute hatten mich schon mal angesprochen. Willkommen im Trainerhaus, dem neuesten und erlebnisreichsten Ort von Vetania City. Nur Trainer haben hier Zutritt. Du kannst gegen die Besten der Besten antreten. Geh nur die Treppe hinunter. Ja, genau. Wir haben schon mit den Leuten hier gesprochen. Ach ja, genau. Im letzten Part hatte ich ja den Top Shots aktiviert. Ist okay, egal ob er jetzt wirkt oder nicht. So Leute, endlich, jetzt gehen wir mal endlich rein und schauen uns das mal hier an. Hi, willkommen in unserer Übungshalle. Einmal pro Tag kannst du gegen einen Trainer kämpfen. Ah, okay. Hermann ist heute dein Gegner. Möchtest du kämpfen? Auf jeden Fall. Geh bitte einfach weiter. Du darfst sofort anfangen. Alles klar. Hermann, der sieht aus wie ich. Ich bin nur hergereist, um gegen dich zu kämpfen. Hä, hast du von mir gehört oder wie? Aber du siehst so aus wie ich. Hä, das bin doch ich. Trainer Hermann. Wieso heißt du Hermann? Dann hätte man doch gleich lieber eine andere Figur nehmen können, anstatt mich selbst, aber mit einem anderen Namen. Naja, was soll's. Okay, Megani auf Level 50. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt zu Tornopto rüber switchen, aber ich will auch irgendwie einmal mit der Eisattacke angreifen. Okay, wir sind auf jeden Fall schneller als Meganie. Mal schauen, ob das ausreicht, um die Hälfte abzuziehen. Nee, krass, geiles Meganie. Okay, ich glaube, ich sollte auf jeden Fall die Flucht ergreifen und Suicune durch Tornopto ersetzen. Wobei X-Bad geht auch, ne? X-Bad geht auch, aber geben wir mal Tornopto die Chance. Ach ja, was noch cool ist, es ist jetzt gerade 21.20 Uhr und wir haben schon mittlerweile den Abend erreicht und im Spiel ist es bereits auch die Abendzeit. Das bedeutet, bevor wir die Kanto-Region verlassen, gehen wir doch einmal nochmal zum Mondberg oder beziehungsweise auf den Mondberg und schauen uns doch mal den Pipi-Tanz an. Denn dort heißt es ja, dass die Pipis abends ankommen. Was ist das für ein Meganie? Krasse Spezialverteidigungswerte, oder wie? Nein, Paralyse. Okay, mein Vorteil ist, dass Hermann 3 Pokémon am Start hat. Und ich, naja, ich habe 6 Pokémon, aber davon benutze ich nur 5. Naja, nur ist auch untertrieben, aber okay, diese Attacke ist jetzt, genau jetzt, ziemlich nervig. Es ist nicht schlimm, dass Meganie Tornopto outspeedet, aber das Problem ist, manchmal kommt man nicht durch aufgrund der Paralyse. Ey, hör doch auf. Wie lange soll das jetzt denn so weitergehen? Ein Volltreffer, Tornopto. Komm, ein Volltreffer. Dann ist dieses Meganie weg vom Fenster. Und. Ah, sehr schön, sehr schön. Oh, ohne Volltreffer? Okay. So, sehr gut. Uiuiui, beide Pokémon bekommen über 1000 Erfahrungspunkte. Okay. So, Tornopto. Ja, das ist auf jeden Fall ein Fall für. Ich wollte gerade Suicune sagen, aber Sandama kann das auch super handeln. Und das wäre auf jeden Fall eine super Angelegenheit für Sandama, an Selbstbewusstsein zu gewinnen und mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Ja, es ist noch ein langer Weg. Langer in Anführungszeichen, bis wir den nächsten Level mit Sandama erreichen. Gleich loslegen mit der Erdbebenattacke. Mal schauen, was die Antwort von Tornopto darauf sein wird. Tornopto könnte die Attacke knapp überleben aufgrund des Levelunterschiedes, aber wirklich knapp. Oder nicht, oder auch nicht. Okay, super gemacht, Sandama, sehr, sehr gut. So, das nächste Pokémon ist Impergator. Okay. Geil! Hermann hat alle Starter-Pokémon bzw. die letzte Entwicklungsstufe der Starter-Pokémon aus der zweiten Generation am Start. Finde ich super. Gut. Wir haben zwar kein Pflanzen-Pokémon da, aber dafür haben wir Magneton. Und hoffentlich landen wir einen Treffer mit der Blitzkanone-Attacke. Und mal schauen, Leute. Impergator ist schneller. Ih, Kreideschrei. Diese Attacke nervt. Diese Attacke nervt.
Mal schauen, ob Impagator mit physischen Attacken angreifen wird, weil dann hat das auf jeden Fall einen negativen Einfluss darauf, dass wir eben gerade, dass der Verteidigungswert gesunken ist. Aber cool, die Attacke hat komplett ausgereicht, um Impagator auszuschalten. Okay, die Attacke trifft ja auch sehr effektiv. Ich habe jetzt nur daran gedacht, weil es hätte ja sein können, dass Impagator die Attacke überlebt, weil vor einigen Parts Gengar die Attacke überlebt hatte, aber Gengar wurde ja effektiv von der Attacke getroffen. Ich habe verloren, Mist. 10.000 Poké-Dollar, nice one. Okay, sie meint ja nur einen Kampf pro Tag. Es tut mir leid, das wäre für dich heute der zweite Kampf. Es ist aber nur ein Kampf pro Tag erlaubt. Okay, dann muss ich das wohl akzeptieren. Ach ja, stimmt. Bevor wir uns auf den Weg zum Mondberg machen, fliegen wir nochmal einmal rüber zu Alabastia, denn ich kann mich daran erinnern, dass der Professor Eich, als wir ihn im letzten Part besucht hatten, erwähnt hatte, dass wir einmal bei ihm vorbeischauen sollen, wenn wir alle 8 Orden am Start haben. Okay, das war jetzt der Slang, den ich verwendet habe, aber er hat das anders formuliert. Ich bin gespannt. Hallo Eich. Wow, das ist hervorragend. Du hast die Orden der Arenaleiter in Kanto erkämpft. Gut gemacht. Ich habe dich richtig eingeschätzt. Weißt du was, Kancha? Ich werde es so einrichten, dass du zum Silberberg gehen kannst. Ah, der Silberberg ist ein großes Habitat für viele wilde Pokémon. Es ist zu gefährlich für einen Durchschnittstrainer. Deshalb ist es verboten. Aber für dich, Kancha, können wir eine Ausnahme machen. Steige auf das Indigo-Plateau. Von dort kannst du den Silberberg erreichen. Wie geht es mit dem Pokédex voran? Mal sehen, ja, ich habe immer noch 22 Pokémon. Du wirst immer besser. Du hast aber noch einen langen Weg vor dir. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, dann schau doch wieder rein. Ja gut, Leute, gut, dass wir hier vorbeigeschaut haben, denn ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt zum Silberberg hätten gehen können, wenn wir jetzt mit Professor Eich nicht gesprochen hätten, denn er hat ja gerade erwähnt, dass er sich darum kümmern wird. Schön. Gut, gut, gut. Darüber bin ich erfreut. Genau. Ab nach Marmoria City und noch einmal durch die Höhle spazieren. Gut, wir haben Knorfenz auch am Start. Zur Sicherheit werde ich nochmal den Topschutz aktivieren. Ist zwar nur ein kleiner Weg, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Interesse daran, dass ich auf dem Weg dorthin von 2 bis 3 wilden Pokémon angegriffen werde. Okay. Mal schauen. Ich bin schon ziemlich gespannt darauf. Ja gut, wenn wir das dann hier erledigt haben, würde ich mal sagen, dass wir uns dann nach Johto wieder machen. Und ja, erstmal den Topschuss aktivieren. Und ich hatte mir vorgenommen gehabt, dass wir dann als erstes, wenn wir in der Johto-Region wieder sind, nach Lugia Ausschau halten. Oder beziehungsweise es suchen, finden und fangen. Wartet mal, was mache ich die ganze Zeit da? Okay, ich war ein wenig irritiert, verwirrt, wie auch immer. Aber jetzt ist wieder alles okay. So, einmal hier bitte und hier raus. Okay, steigen wir mal einmal ab vom Fahrrad. Ah, ich kann das ja so machen, dass ich immer auf Select drücke. Ich glaube, ich hatte das sogar schon eingestellt. Wo soll das hin? Okay. Ja, habe ich doch, oder nicht? Na, egal. Ach so. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Okay, Leute, jetzt schauen wir uns doch mal den Tanz von den Pipis an. Ah, okay, hier ist jetzt niemand mehr. Okay, ich glaube, das will sich keiner hier in der Pokémon-Welt entgehen lassen. Ja, hier ist es immer noch frei. Muss man irgendetwas Bestimmtes machen? Achso, ich dachte, hier brauchen wir einmal Blitz. Hier waren wir ja schon mal. Leute, ich dachte, Pipis müssten jetzt eigentlich hier sein. Was ich aber auch noch komisch finde, ist, dass sich keiner mehr hier befindet, weil beim letzten Mal war hier eine ältere Dame, glaube ich, und ein Mädchen. Echt komisch.
Mondbergplatz, Schutt abladen, verboten. Ja, genau. Das ist genauso wie wenn man irgendwo im Park grillen tut. Da soll man ja auch den Müll dann immer mitnehmen. Ist auch logisch. Echt merkwürdig. Muss ich irgendetwas machen, damit die Pipis hier auch vorbeischauen? Nö. Hätte ja sein können. Nee, ich glaube, man müsste etwas machen. Oder vielleicht muss man an einem bestimmten Tag hier vorbeischauen. Ich weiß es leider nicht, Leute, aber dennoch waren wir einmal hier. Falls einer von euch weiß, was Sache ist, oder falls ich jetzt irgendetwas falsch gemacht habe und ihr das Richtige wisst, schreibt das mal bitte in die Kommentare rein. Weil solange das LP noch geht, würde ich das dann nochmal sehr gerne nachholen. Ja, so wie es aussieht, wird das aber auch nicht mehr lange dauern. Okay, Orania City. Nee, Safonia City war das. Genau. Ja, dann nehmen wir mal wohl den Magnetzug. Erstmal heilen wir die Pokebuddies. Hallo, Schwester Joy. Oh, ich hab doch zu danken. Alles klar, die Pokémon sind fit. Ich bin dann auch gut drauf. Auf das Spiel bezogen natürlich. Okay, so, hier müsste der Bahnhof sein. Didi. Ah ja, Schutzwerk nicht mehr. Okay, ich dachte schon, was ist los hier? Okay. Ah, ich freue mich schon gleich auf die Fahrt. Das sieht ziemlich lustig aus. Ein wenig sieht das schon aus wie die Regionalbahn. So, da sind wir in Dukatia City. Okay, Leute. Jetzt können wir Folgendes tun. Wir müssen ja jetzt auf die Strudelinseln, denn dort befindet sich Lugia. In Marmoria City haben wir den Silberflügel bekommen. Wir können jetzt auf die Strudelinseln hinsurfen von den Städten Oliviana City und Anemonia City aus. Und ich habe noch keinen festen Entschluss gezogen, von welcher City ich aus dorthin schwimmen werde. Lass mich mal überlegen. Anemonia City oder Oliviana City? Ich glaube, wir nehmen lieber Anemonia City, weil auf der Karte sieht das so aus, als wären wir näher dran. So, den Top-Schutz nochmal aktivieren. Ich glaube, oder habe ich überhaupt hier die Trainer bekämpft gehabt? Wenn nicht, dann muss ich das wohl gleich machen. Magneton an die erste Stelle. Ach ja, ich hatte ja etwas versprochen gehabt. Sobald Magneton Level 49 erreicht, bekommt es einen Sonderbonbon. Okay, mal schauen, ob hier Trainer sind. Da oben müsste ich die Trainer schon bekämpft haben, weil ich ja von dort aus hierhin nach Anemonia City gekommen bin. Hier, gegen die habe ich glaube ich noch nicht gekämpft. Nee, nachts sammeln sich Sterndu, nahe der Wasseroberfläche. Sterndus sind cool. In UU Battles benutze ich sehr, sehr gerne Starmie. So ein geiles Pokémon. Die Typenkombination gefällt mir auch ziemlich. Aber kann auch gefährlich sein. Also wenn man damit gut spielt, kann es gefährlich für den Gegner sein. Oder wenn der Gegner geile Attacken drauf hat, wie zum Beispiel ein Mega Bibor mit der Kehrtwende-Attacke, dann wäre das wiederum gefährlich für Starmie. Ja, also das Wichtigste bei Starmie ist die Geschwindigkeit und der Spezialangriffswert. Und seine Fähigkeiten. Sepa? Nee, ich will gar nicht das Pokémon wechseln. Magneton macht doch einen ziemlich tollen Job. Und dagegen sehen diese Wasser-Pokémon ziemlich alt aus. Krass, ich habe eben gerade Blitzkanone eingesetzt, war? Donnerschock reicht doch auch hier. Oh, ich freue mich schon. Mal schauen, wie lange wir brauchen werden, Lugia zu finden. Lugia befindet sich in der Kristalledition auf dem 60. Level. Und es gibt mehrere Eingänge, um dort reinzukommen, wo sich Lugia befindet, beziehungsweise in die Höhlen hier auf diesen Inseln. Suchst du die Geheimnisse der Strudelinseln? Naja, erstmal suche ich nach
so vielen Trainern wie möglich, damit ich weiß, ich habe die meisten oder alle Trainer hier einmal bekämpft und beziehungsweise auch noch besiegt. Alexei, alles klar. Krabi? Ja, super. Ja, mit Magneton kann ich hier auf jeden Fall ohne Probleme kämpfen. Donnershock hauen wir wieder raus und bye bye Krabi. Gut, dass der Alexei nur ein Pokémon am Start hat. Dann geht das ein wenig zügiger hier. Ich bin schon ziemlich gespannt darauf, welche Pokémon sich in der Höhle aufhalten. Ach, du hast viel Ausdauer. So. Topschutz haben wir aktiviert. Oh, da ist noch eine Trainerin. Kämpfen wir gleich gegen diese junge Dame hier. Das Wetter ist so herrlich. Ich bin richtig benommen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass dir das Wetter gut tut und du Freude daran hast. Okay, Magda, du hast nur ein Pokémon am Start. Darüber freue ich mich. Jurob, alles klar. Coole Animation. Jurob hat gerade ein Zeichen gesetzt. Und damit wollte es ausdrücken, dass es ready für den Fight ist. Komm her! Deswegen wedelt es mit dem Schwanz. Naja, das sah aus wie ein Delfin, oder? Na, was soll's. Okay. Oh. Bye, bye. So, okay. Ah, gut, dass wir Suicune am Start haben, denn nur mit Suicune können wir hier vorbei. Ein Strudel ist im Weg. Möchtest du Whirlpool einsetzen? Genau, so kriegen wir auch die Strudeln weg. Oder beziehungsweise, ja doch, wir kriegen sie weg. Genau. Wo sind wir jetzt hier? Ah, okay. Hier? Ah, okay. Alles klar. Ich weiß nicht, ob wir schon reingehen sollen, Leute. Weil ich habe nicht alle Trainer herausgefordert. Und so wie es aussieht, kommen wir auch gar nicht von hier da rein. Schauen wir uns das doch mal an. Nein, gibt es hier noch einen? Gegen den haben wir noch nicht gekämpft, oder haben wir doch? Haben wir. Ein Geheimnis der Strudelinseln. Es ist kohlrabenschwarz darinnen. Also es ist dunkel drin in der Höhle. Ja, cool, dann haben wir auf jeden Fall keinen Grund, uns Sorgen zu machen. Denn wir haben Knofenser am Start. Und Knoffi hat ja die Attacke Blitz drauf. So, uiuiui. Wenn du eine Pause brauchst, dann halte deinen Kopf über Wasser und paddle mit den Füßen. Auf diese Weise legst du eine hohe Pause ein und sammelst Energie. Nö, es ist lieb gemeint von dir, aber Suicune mag sehr gerne zu schwimmen. Es mag das Schwimmen sehr gerne, da es auch ein Wasser-Pokémon ist, wa? Wobei Suicune, naja, das ist immer so eine ein Punkt, worüber man streiten kann. Ist das eine Katze oder ein Hund? Wenn es eine Katze ist, dann müsste man ein wenig überlegen. Es ist zwar vom Typ her Wasser, aber Katzen mögen ja nicht so gerne im Wasser zu sein. Okay, natürlich kann man sich viele Videos anschauen, wo sie halt im Badezimmer einfach mal baden oder einfach drin im Wasser schwimmen. Aber so wie ich die Erfahrung gemacht habe, mögen das die Katzen nicht so gerne. Und ja, jetzt ist die Frage, ob Suicune irgendwie ein Problem vielleicht damit hat, zu schwimmen. Ich meine, wie ein Hund? Na, das ist so eine Sache, Leute. Entei sieht meiner Meinung nach aus wie ein Hund, aber auch gleichzeitig wie so eine sehr sorgfältig und schön erzogene, starke Katze oder Kater. Wisst ihr, was ich meine? Oh, du bist ausgeruhter als ich. Oh, wer ruft jetzt an? Ass-Trainer, Bär, okay, du bist lahm, auf Antwort mir, ich Bär. Hey, wie geht es deinem Pokémon? Was gut verstehe, meinem Pokémon? Es geht ihnen sehr gut. Was stellst du denn für Fragen? Ob mir je ein wildes Pokémon entwischt ist? Du stellst Fragen, mir würde nie ein wildes Radikal entkommen. Oh, kein Problem, du darfst gehen. Danke, Bär. Aber das soll jetzt keiner falsch verstehen, bitte. Also ich habe jetzt weder gesagt, das sind Katzen noch Hunde, sondern ich habe jetzt einfach dazu etwas gesagt, was mir eingefallen ist, was mir aufgefallen ist und was ich hier und da gelesen habe. Also nicht, dass jetzt jemand sagt, boah, du bist so ein Noob, ich hab's doch gemeint, du hast einfach keinen Plan, du Vollidiot, bliblablu. Oh, noch ein Trainer?
Oh, Anemonia City ist noch so weit weg, aber der Rückweg nach Oliviana City ist auch nicht viel kürzer. Was soll ich tun? Fliegen. Okay, ich glaube, gegen die Trainer, die jetzt hier sein könnten, habe ich schon gekämpft, wa? Okay. Ja, okay, Leute, dann konzentrieren wir uns allmählich darauf, irgendwie in diese Höhlen reinzukommen. So. Ja, also ich dachte mir, wir fangen jetzt Lugia und das nächste Ziel ist dann Ho-Oh zu fangen. Und danach, die Ziele sind es einmal, dass wir genug Bären sammeln und uns um Miltank kümmern und Entei und Raikou noch fangen. Ja, und das war's dann, Leute. Dann können wir uns allmählich auf den Silberberg machen. Und zum Schluss gehen wir nochmal in den Duellturm und das war's dann mit dem Let's Play Pokémon Kristall Edition. Das ist jetzt der 64. Part. Wow. Okay. So, dann schauen wir uns doch mal diese Höhle erstmal an, ohne uns vom wilden Pokémon angreifen zu lassen. Carbon, okay. Ja, mal schauen, was wir hier für wichtige Items finden werden. Am besten steigen wir auf das Fahrrad. Okay, ich habe das ja auf Select. Schau mal, wie viele Items habe ich noch. Also topschutzmäßig 16 Stück. Ja, super. Super, 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 super. Okay, von hier sind wir gekommen. Top-Genesung. Okay, was soll's. Verzichten wir mal darauf. Ah, achso, für mich sah das eben so aus, als wäre da eine Schlucht und wir müssten wieder irgendwelche Felsen bewegen. Schutz wirkt nicht mehr, okay, das bedeutet aktivieren. Ah, okay, hier gibt es das Item Nugget. Ja, Leute, ihr könnt das euch ja auch merken. Also ich schaue mir die Items nochmal an, weil ich ja auch dieses LP, wie bereits erwähnt, gerne zu 100% durchspielen will. Und vielleicht kann man das auch ein wenig wie ein, in Anführungszeichen gesetzt, Tutorial sehen. Wo ist was? Was geht da ab? Wie sieht es da aus? Schibidi-wop-wop. Irgendwie so. Wie kam ich jetzt darauf? Irgendwie so. Okay, oh, da ist aber ein Felsen. Ei, ein Fluchtseil, stimmt. Ich hatte kurz vor der Aufnahme an einem Fluchtseil gedacht. Oh, gut, dass wir hier ein Fluchtseil gefunden haben. Oh, das war... Okay, was soll's. Der Initiativewert von Suicune ist gestiegen. Ich meine, der Initiativewert von Suicune ist nicht schlecht. Wo ich gerade darüber rede, wir können uns das einmal gerne anschauen. Schadet ja nicht. So, Status. 103. Ja, ist okay. Wie sieht es bei Magneton aus? Nein, nicht Tausch. Hm, okay. Ja, der Initiativewert von Suicune ist auf jeden Fall gut. Ja, jetzt frage ich mich, warum hier ein Felsen ist. Auch wenn ich ihn bewegen würde, würden wir von da nicht rauskommen. Das bedeutet, vielleicht sind wir sogar hier auf dem richtigen Weg. Oh. Ah, okay, ein anderer Eingang. Okay. Ah, ich sollte jetzt den Topschutz nicht einfach mal so auf unnötig verbrauchen. Ah, stimmt, jetzt müssen wir wieder Blitz einsetzen. So, Leute, dann surfen wir eine Runde. Anders geht's nicht. Stärke haben wir, Blitz haben wir, Zerschneider haben wir, Surfer haben wir, Whirlpool haben wir, Kaskade haben wir, Zertrümmerer haben wir. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, das waren auch fast alle. Fliegen haben wir auch, aber hier können wir ja nicht rumfliegen. Hier können wir schon mal den Felsen bewegen. Hm. Ach so, das ist doch genau der Ort, wo wir eben gerade waren. Ja, aber gut, gut, gut zu wissen. Topschutz, ich brauche dich. Ah ja, das war hier irgendwo... Oben, da 15 Stück noch. Ja, das reicht total. Hm, ich benutze gerade nicht das Fahrrad, warum auch immer. Mache ich aber gleich.
Oh, hier ist nichts. Calcium, okay. Ja, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie nach Items zu suchen, die ich entfernen kann. Boah, wie sieht das denn hier aus? Okay, das ist ein anderer Eingang. Ich glaube, das war der dritte Eingang, oder? Noch einen Eingang müsste es geben. Okay, hier können wir anscheinend nicht surfen, so wie es aussieht. Nee, geht leider nicht. Dann müssen wir wieder hier zurück und eine andere Treppe nehmen. So. Hier war eine, genau. Ah ne, von hier sind wir eben gerade gekommen. Aber ich glaube, wir müssen doch irgendwo hier in diesem Bereich sein. Oder wir müssen den Eingang selber von draußen aus finden. Sehen wir gleich. Das ist echt merkwürdig. Ich glaube, wir müssen schon den anderen, einen anderen Eingang nehmen. Okay. Aber wo? Wo? Gibt es hier keinen Ausgang? Hallöchen? Ah, da. So, raus hier. Mal schauen, ob hier irgendwo ein Trainer ist, dann kann ich mir das besser merken. Ne, hier ist kein Trainer. Oh, Topschutz wieder aktivieren. Waren wir schon da in dieser Höhle drin? Also sind wir schon da reingegangen? Ah, okay. Anscheinend noch nicht. Siehst du diese Inseln, die von den Strudeln blockiert werden? Dort gibt es bestimmt ein Geheimnis. Aber ich glaube, jetzt sind wir schon auf dem richtigen Weg, weil diesen Trainer haben wir noch nicht bekämpft. Ja, er hat nur ein Pokémon. Yevgeny. Cooler Name. Yevgeny. Yevgeny Baldorfisch. Okay, Magneton, du weißt, was zu tun ist. So sieht's aus. Einmal Donnerschock raus und das war's für Baldorfisch. So, hoffentlich finden wir jetzt den richtigen Eingang. Aber ich denke, dass der müsste irgendwo hier sein. Was ist das Geheimnis deiner Stärke? Training, Training, Training. Wille, Wille, Wille. Leidenschaft, Leidenschaft, Leidenschaft. Du gleitest so elegant auf deinem Pokémon dahin. Und lernen. Ja, danke, ne? Das nennt man Übung. Ah, du hast zwei Pokémon, Thekla. Thekla, geht klar. Anton, okay. So, auf Level 20. Ja, das ist doch kein Problem für Magneton. Dafür brauche ich nicht mal einen Volltreffer. Aber gut, so geht das wie bereits vor ungefähr 20 Minuten oder so erwähnt, zügiger. Ja Leute, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich momentan diese LPs ein wenig lang aufnehme. Irgendwie habe ich gerade Spaß daran und irgendwie macht das auch Spaß. Aber ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, jedes LP, auch die zukünftigen Projekte, so lang zu halten. Das könnte gerade, oder man könnte dazu sagen, dass das eine kleine Ausnahme ist. Ich bin geschlagen. Ja, was soll's. Okay. Ja, gegen den haben wir schon, oder? Ja. Ich glaube, da sind wir schon reingegangen. Sind wir hier schon? Wir schauen uns das mal an. Ich glaube, hier sind wir auch schon mal reingegangen. Aber ist nicht so schlimm. Wir schauen uns doch das nochmal an. Das schadet ja auch nicht. Aber ich glaube, wir waren schon hier. Wir waren schon hier. Ist das vielleicht die andere Seite, auf die wir müssen? Ja, wir waren schon hier.
Oh, Leute. Das ist nicht zu unterschätzen. Also man muss auf jeden Fall viel suchen. Vielleicht könnte man sich bei sowas ein wenig mehr informieren. Ich habe mich jetzt nicht so viel informiert. Ein wenig hätte eventuell nicht geschadet. Das bedeutet, so werde ich das dann in dem Part machen, wo wir nach Ho-Oh suchen. Also ich will schon sehr gerne Lugia fangen. Vielleicht werde ich es sogar benutzen. So, wo gibt es hier einen Strudel? Hier irgendwo müsste der sein. Ah, okay, da. Sind wir echt noch nicht hier gewesen? Weil gegen die Trainerin habe ich ja schon gekämpft. Nee, da geht's nicht rein. Ey, wartet mal. War das nicht so ein Ort, wo... Ja doch, hier geht das. Okay, Schutz wirkt nicht mehr. Hoffentlich greift jetzt kein wildes Pokémon an, denn... Ich bin gerade ein wenig zu lazy, Topschutz zu aktivieren und ich finde das ein bisschen unnötig. Okay, Topschutz, wo bist denn du? Da bist denn du. Knoffi. Okay. Oh. Ja, wo gehe ich jetzt am besten lang? Von da unten oder von da oben? Oh Mann, ich glaube, ich gehe, oder? Nicht, dass das... Ach komm, ich versuche von hier aus zu gehen. Nein, ich glaube, der andere Weg war doch richtig. Mann, wir sind wieder da, wo wir schon vorhin waren. Das ist ziemlich nervig hier. Hey, hör auf, hier waren wir doch schon. War der andere Weg doch der richtige Weg? Okay, dann probieren wir das mal von hier aus. Aber ich glaube, der andere Weg war ziemlich richtig sogar. Was meint ihr? Ich glaube schon, Leute. Okay, dann, sorry, dann schwimmen wir mal nochmal hin. Oh, wie kommen wir hier nochmal raus? Von hier vielleicht? Muss aber nicht sein. Ah, oh, ätzend. Oh, ich habe gerade einen Flashback. Hey. Ich muss gerade irgendwie an die erste Generation denken, also an das Let's Play Pokémon Blaue Edition LP. Weil da war das so, als ich auf den Seeschauminseln war und Arktos gefangen hatte oder fangen wollte und es auch dann gefangen habe, hatte ich ganz am Ende ein dickes Problem. Ich habe einfach den Weg nicht nach draußen gefunden. Ich habe ungefähr 20 Minuten gebraucht, um da rauszukommen und... Obwohl ich ungefähr 20 Minuten gebraucht habe, um da rauszukommen, bin ich auch nicht selbst da rausgekommen, sondern ich habe die ganze Zeit meine Pokémon kämpfen lassen, bis sie halt besiegt waren. Dann konnte ich erst ohnmächtig werden, wie ihr das bereits kennt, und dann landet man ja im Pokémon Center. So war das, das war so heftig für mich. Hoffentlich ist das der richtige Ort, nicht dass ich jetzt das verwechselt habe, aber das sieht ziemlich danach aus. So, noch einmal dasselbe Spiel, Leute. Knoffi, Blitz. So, sehr gut. Ja, Gott sei Dank. Jetzt schauen wir uns das mal an. Okay, ich merke, dass das jetzt auf jeden Fall anders geworden ist. Ah, okay. Okay. Top-Beleber, ja, brauchen wir ehrlich gesagt nicht, ne? Aber auf jeden Fall ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, denn jetzt haben wir eine... Nein, soll ich da runter? Jetzt haben wir eine neue Ebene erreicht. Ah, wobei, ist ja nicht schlimm, wir können ja wieder hoch schwimmen. Gehen wir hier rein diesmal.
mal, Leute, ich bin gerade ein wenig nervös geworden. Krass, habt ihr das gesehen? Da war Lugia. Ich will mir noch einmal das hier anschauen. Vielleicht gibt es ja hier noch coole, nützliche und wichtige Items. Wow, da war original Lugia. Ach, ist ja krass. Okay, kein Schritt nach vorne. Okay, alles klar. Ach so, ich dachte, das ist ein Eingang von draußen aus. Doch nicht. Schutz wirkt nicht mehr. Sofort aktivieren. So, Leute, wie wollen wir jetzt verfahren? Lugia befindet sich auf Level 60. Ach, verdammt, wartet mal. Habe ich mich überhaupt... Ach nee, verdammt, ich habe keine Hyperbälle gekauft. Oh, das wird heftig. Ich weiß nicht, ob ich Lugia fangen kann. Hoffentlich kann ich Lugia fangen, weil das wollte ich eigentlich sehr, sehr gerne. Nicht, weil ich es vielleicht im Team benutzen will, sondern... Naja, das sind seltene Pokémon und das gehört halt zum Spiel dazu, sie zu suchen, zu finden und zu fangen, ne? Auch wenn ich die legendären Pokémon nicht benutzen würde, wäre das ein wenig zu schade, wenn ich sie nicht fangen würde. Okay, Leute. Dann riskieren wir das mal. Jetzt überlege ich nochmal. Magneton. Blitzkanone würde Lugia, glaube ich, aushalten wegen dem Levelunterschied. Aber ich könnte es auch mit Triplette angreifen, um es eventuell irgendwie zu paralysieren. Mit Sandama? Ja, Leute, das ist jetzt gerade ein bisschen tricky. Oder ich kämpfe mit Suicune und versuche es einzufrieren. Ich glaube, so mache ich das. Okay, Leute, dann geht es jetzt los. Auf einmal ist es ein Shiny. Was ich aber nicht denke. Ein wildes Lugia auf Level 60. Krass. So, Leute, Suicune gegen Lugia. Was? Lugia setzt Genesung ein? Aber gut zu wissen, welche Attacken Lugia so drauf hat. Ja, die Attacke wird sehr effektiv treffen, aber Lugia hält das aus. Regentanz? Okay, sehr interessant. Ja, schön. Dann könnte ich wieder ein Pokémon mit der Regentanz-Attacke haben. Bei Suicune hatte er bei mir die Attacke, nur ich habe es verlernen lassen aufgrund von Aurora-Strahl. So war das, glaube ich. Aber ich will jetzt... Oh nee, schon wieder Regentanz. Ich will ehrlich gesagt keine Wasserattacke einsetzen, weil das jetzt mehr Schaden verursachen kann. Oh Mann, Genesung ist böse. Ja, ist kein Problem. Wir haben hier Suicune am Start. Okay, der Levelunterschied, den sollte man nicht außer Acht lassen, aber dennoch... Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Komm schon, ein Freeze. Genesung wäre zu heftig jetzt. Volltreffer. Oh, komm schon. Den Meisterball wollte ich entweder für Entei oder Raikou verwenden. Mann, wie kann es sein, dass ich die Hyperbälle verplant habe? Ja klar. So wie es aussieht, werde ich die Superbälle die ganze Zeit raushauen. Nee, Wasserattacke ist viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Eine weitere Eisattacke ist auch ziemlich gefährlich. Ja, Lugia noch irgendwie zu schwächen wäre auf jeden Fall besser, aber... Oh, da kommt die Genesung. Ah, verdammt. Für mich sieht das sehr, sehr schlecht aus. Also, ich könnte Lugia besiegen, das ist nicht das Ding, aber... Ich will es gerne fangen und den Meisterball will ich nicht verwenden dafür. Aber ehrlich gesagt, wenn es anders nicht geht, dann ist es dennoch besser, wenn ich den Meisterball verwende.
Weil für Entei und Raikou brauche ich ja eigentlich nur die Attacke Horrorblick. Und worauf ich auf jeden Fall Acht nehmen sollte, ist, dass ich dann genügend Hyperbälle am Start habe. Sonst habe ich dasselbe Problem wie jetzt. Ah, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht. Yo, komm schon, Freeze. Mann, frier doch endlich ein. Krass, krass, krass. Ja, dann muss ich wohl die Superbälle raushauen. Gut, dass ich wenigstens genug Superbälle habe, aber ob das ausreicht, um Lugia zu fangen mit dem Ball? Oh Mann, ich meine, zwei Hyperbälle. Lugia ist nicht mal einmal in so einem Ball drin geblieben. Ja, mit dem Superball ist das dann wiederum eine andere Sache. Komm schon, bleib drin, Lugia. Du willst unbedingt, dass ich den Meisterball verwende, oder? Aber ich kann das jetzt nicht tun. Uiuiui, ich habe ein dickes Problemchen. Ich könnte jetzt zwar Tornupto einmal einsetzen und Zertrümmer einsetzen, aber ich denke, Lugia wird Tornupto outspeeden und wegen dem Regen eine Hydro-Pompe-Attacke und das war's für Tornupto. Genau dasselbe Problem gilt auch für Sandama. Magneton. Okay, wenn jetzt Lugia Genesung einsetzt und ich dann nochmal Blitzkanone, dann könnte ich es paralysieren. Superschall, wenn ich das jetzt mache, könnte es sich verwirren. Was soll ich machen? Das ist so eine brenzliche Lage. Ich glaube, mit diesen Attacken könnte ich Lugia besiegen. Das ist auch mein Problem. Oh, nee, ey. Jetzt würde ich sehr gerne mit dieser Attacke verfehlen. Ganz ehrlich, ich werfe Bälle erstmal los. Bevor ich irgendwie einen Fehler mache. Meinetwegen kann Lugia sehr gerne... eins? Ah, okay, immerhin einmal. Genesung einsetzen. Okay, Windstoß. Komm schon, Lugia, setz doch einmal bitte Genesung ein. Ah, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt gerade merke ich, wie nützlich dieses Item ist. Wir profitieren gerade sowas von heftig davon. Okay, wir machen einfach weiter. Weil, wie bereits erwähnt, ich traue mich jetzt nicht, irgendwie Triplette, Donnerschock oder Blitzkanonen einzusetzen. Ich traue mich nicht mal, Superschall einzusetzen. Eins. Na, immerhin, immerhin. Es wird besser. Na, endlich. Da kommt endlich die Genesung-Attacke. So, jetzt haue ich einmal nee, ich glaube, ich haue sogar Blitzkanone raus. Wobei, es regnet. Nee, lieber nicht. Schön. Meinetwegen kann Lugia mit Windstoß die ganze Zeit durchziehen. Komm schon, Paralyse, 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 Paralyse. Keine Paralyse, aber einmal Donnerschock geht noch. Ja, schön, setz ruhig Genesung ein. Ich habe damit keine Probleme. Im Gegenteil, genau das wollte ich ja sogar. Ja, Blitzkanone, jetzt wäre Blitzkanone optimal. Komm, ich zieh's durch. Vielleicht setzt Lugia wieder Genesung ein. Ja, schön, ey. Das war gerade ziemlich riskant. Jetzt müssen wir einfach nur treffen. Nice. Schön. Schön, schön, schön. Noch einmal Donnerschock. Hauptsache nicht K.O.N. Kein Volltreffer. Okay, das reicht. Okay, so, jetzt haben wir auf jeden Fall einen weiteren dicken Pluspunkt erhalten. Und somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir Lugia eventuell doch mit den Superbällen leichter und schneller fangen können. Mal schauen. Aber noch könnte es sein, dass Lugia ziemlich hartnäckig drauf ist. Ja.
Ja, Lugia, du willst unbedingt, dass ich den Meisterball verwende, ne? Tut mir leid, das kann ich leider nicht. Kann ich schon, aber will ich jetzt nicht. Nicht, weil du es nicht wert bist, sondern es gibt noch andere legendäre Pokémon. Ah, verdammt. Ja, dass ich nicht an die Hyperbälle gedacht habe. Ich bin so ein Idi. Nein. Eieiei. Die Hydro-Pumpe ist jetzt ziemlich nervig. Lugia, ich meine, wenn es nicht anders geht, dann werde ich wohl den Meisterball benutzen. Na, es ist ja nicht schlimm. Dafür hat man ja den Meisterball. Und an einem geeigneten Moment sollte man den Meisterball benutzen. Und ich bin der Meinung, dass man in solchen Momenten einen Grund hat, den Meisterball zu verwenden. Klar, eigentlich hatte ich etwas anderes vorgehabt, aber manchmal ist das so. Und vielleicht ist es auch nicht so schlimm. Anpassen sollte man sich auf jeden Fall. Ja, jetzt kann ich es vergessen. Auf jeden Fall nochmal Blitzkanone einsetzen. So, war das jetzt ein Volltreffer? Dann... Uiuiui, bleib stehen, bleib stehen. Okay. Oh. Okay, kein Problem. Dann setzen wir nochmal Blitzkanone ein. Okay, jetzt darf auf jeden Fall kein Volltreffer kommen. Mann, Lugia, wie hartnäckig bist du eigentlich? Ich habe jetzt keine Lust, den Meisterball zu benutzen, um mir danach zu denken, ach, das hätte ich schon die ganze Zeit machen können, dann... Wisst ihr, was ich meine? Okay. Ah, gut, dass wir die Überreste haben. Mal schauen, ob das noch ausreicht. Nein, ein Volltreffer. Ey, das ist jetzt gerade echt brutal. So, Tornopto und ich könnte jetzt Zertrümmerer einsetzen. Das würde nur ein wenig Schaden verursachen. Das ist ja auch mein Ziel. Ich frage mich nur, ob mit Glut und Sternschauer, ob ich das auch machen könnte. Ich will ja Lugia jetzt nicht KO'en, aber ich mache lieber Zertrümmerer, denn das ist überhaupt nicht effektiv. Das hat so wenig abgezogen. Toll, ey, das war so unnötig. Ich hätte einfach den Superball werfen sollen. Okay, Leute, ich glaube, so wie es aussieht, muss ich doch den Meisterball verwenden. Aber vorher werde ich noch einige Male versuchen, mit dem Superball das auszuprobieren. Ja, jetzt kann ich das sowieso vergessen in dieser Verfassung. Hey, heftig. Nee, ich glaube, ich benutze den Meisterball. Jetzt auf einmal klappt, das ist klar. Naja, einige Pokémon habe ich ja noch. Wobei, was meint ihr, Leute? Okay, einige Male versuche ich noch. Jetzt Lugia noch zu attackieren, finde ich, bringt ehrlich gesagt nichts. Aber ein paar Mal will ich das nochmal ausprobieren mit den Superbällen. Ansonsten würde ich doch glatt sagen, wir lassen es einfach sein. Und... werfen den Meisterball raus. Ja, das nenne ich wohl einen erfolgreichen Fail. Also, es war jetzt kein Fail, da wir ja Lugia dennoch fangen können. Aber eigentlich hatte ich was anderes vorgehabt. Gut, wie bereits erwähnt, akzeptieren, annehmen und anpassen und daraus das Beste machen, wa? Ich bin auch ein ziemlicher Dickkopf, anstatt dass ich endlich den Meisterball werfe. Okay, Leute, noch ein... ein, zweimal noch. Ey, ich glaube, das bringt wirklich nichts. Einmal, dann ist wirklich Schluss, versprochen. Okay, das reicht. Wie bereits erwähnt, versprochen ist versprochen. Und dann würde ich mal sagen,
Lugia, herzlich willkommen im Team. Yo, der Meisterball ist grün. Yeah, geiler Effekt. Eins, zwei, drei. Toll, Lugia wurde gefangen. Geil, das sieht richtig cool aus. Für Lugia wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Ja, da sieht man, was für geile Effekte Farben haben. Es verfügt über die Fähigkeit, Stürme zu zügeln. Man sagt, dass Lugia auftaucht, wenn es stürmt. Möchtest du Lugia einen Spitznamen geben? Nein? Wow. Okay, Leute, ich würde mal glatt sagen, wir benutzen sofort den Fluchtseil und verschwinden von hier, denn mehr gibt es hier auch nicht zu machen, soweit ich weiß. Und nice, raus hier. Wieder ein Part, der 50 Minuten geht. Oh. Okay, Leute, dann sollten wir erstmal in ein Pokémon Center fliegen. Teak City, lange nicht mehr hier gewesen. Ach ja, das mit Pipi sollten wir nicht vergessen. Also wie bereits erwähnt, wenn einer von euch etwas darüber weiß, schreibt das sehr gerne in die Kommentare rein. Das wäre auf jeden Fall sehr nützlich. Okay, Leute, dann haben wir jetzt das zweite legendäre Pokémon gefangen. Uns fehlen noch Ho-Oh, Raikou und Entei. Celebi können wir ja nicht fangen. Ansonsten würde ich sagen, hier speichern wir dann ab, Leute. Und machen uns dann im nächsten Part auf den Weg zu Ho-Oh. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem LP. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut und ciao.